Bist du mutig? Bist du jetzt in der Krise mutig? Hast du den Mut um? Ich bin gespannt. Vor kurzem treffe ich einen lieben Bekannten und er kommt schon von weitem auf mich zu und eigentlich freut er sich, als er mich sieht. Und dann packt er plötzlich aus und sagt zu mir: Weißt du, was das Problem in dieser Krise ist? Und ich sage: Was denn? Und er sagt: Das Volk ist das Problem. Das Volk. Zu 80% haben wir dumme Menschen. Und ich habe ihm eine Zeit lang zugehört und dann, erinnere dich, wir sind mitten im Experiment. Wut, Ärger, Zorn, Hass, Frustration, Unverständnis. Viele Menschen befeuern genau das in ihrem System täglich, indem dass sie Nachrichten schauen, indem dass sie mit Menschen die ganze Zeit über diesen, sorry, aber man muss fast sagen, Müll reden. Jeden Tag, immer wieder das gleiche Thema. Ja, es ist richtig, wir wollen dieses ganze Thema verarbeiten oder irgendwo ablegen können. Wir wollen es einfach verstehen. Wir verstehen es aber nicht. Unser Kopf ist zu klein, um diese große Krise, um diese globale Wandlung zu verstehen. Wir haben eine Möglichkeit. Wir können es jetzt so nehmen, wie es ist und das Beste daraus machen. Mein lieber Bekannter hat sich noch eine Weile gebadet in seinem eigenen Gefühl und dann habe ich einen Versuch gestartet. Wenn du das nächste Mal an einem See vorbeigehst, nimm einen Stein oder im Winter einen Schneeball und wirf diesen Schneeball in den See oder diesen Stein und schau, was passiert. Ja klar, es bilden sich rundum Wellen. Schau diesen Wellen zu. Was machen diese Wellen? Diese Wellen breiten sich aus und zwar rundum. Und zwar die gehen auseinander. Immer weiter, mit einem einzigen Steinwurf. Und so ist es, wenn sich jetzt die Menschen innerlich vergiften. Das zieht Kreise in sich und auch gleichzeitig im Umfeld. Wir sind nämlich mit allem in Verbindung, ob wir wollen oder nicht. Es ist einfach so. Und jetzt zu meinem lieben Bekannten. Er hat mir eine kurze Zeit von diesem Thema erzählt. Und ich habe dieses Thema ja jetzt schon gefühlte 13 Millionen Mal gehört und ich brauche mir jetzt das nicht nochmal anhören und wir haben ja schon besprochen, es ist reiner Giftmüll, den die Menschen oder den sehr viele Menschen da in sich herumtragen und immer weiter füttern. Und ich habe auf ein Thema geleitet, wo ich weiß, das macht ihm Freude und das macht ihm Spaß. Und schlussendlich haben wir nach 10 Minuten herzhaft gelacht und haben uns gefreut an dem, was ist. Und er hat gesagt, komm wieder mal vorbei. Es ist so herrlich mit dir, es ist so erfüllend mit dir. Was habe ich gemacht? Nichts. Ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach die Freude gesucht. Und wir brauchen sie gar nicht krampfhaft suchen in einem Gespräch. Einfach nur ein bisschen lenken. Lenken in die Freude, in die Leichtigkeit, in das, was eben Spaß macht. Und davon gibt es jetzt mindestens genau gleich viel, als wie auf der anderen Seite eben Giftmüll. Du weißt, was ich meine. Der ist wichtig. Immer wieder mal schauen. Das passiert in Wirklichkeit. Darum, jetzt eine Stufe höher zu gehen. Dafür braucht es ein bisschen Mut. Raus aus der Bewertung, den Menschen so annehmen, wie er ist, ihn nicht zu verurteilen, ihn nicht einzuteilen, du bist der Gute oder du bist der Böse. Und der eine macht es halt so und der andere macht es halt anders. Und schlussendlich geht es um die Freude, um die Leichtigkeit in unserem Leben. Und zwar jetzt, im Hier und Heute. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Pfiat, servus, bis bald.